Herzlich willkommen zu Cars Moving Parts. Heute sind wir unterwegs in einer Alfa Romeo Giulia Veloce. Wir hatten bereits zweimal eine Giulia hier bei Cars Moving Parts, aber dieses Mal ist es was anderes. Erstens, das hier ist eine Diesel Veloce und zweitens, das ist meine. Seit ca. 20.000 Kilometer fahre ich jetzt bereits mit dieser Giulia und deswegen hatte ich die Möglichkeit, die richtig gut kennenzulernen. Vielleicht einmal zu den Eckdaten. Die Giulia Veloce Diesel wird von einem 2,2 Liter Turbodieselmotor angetrieben mit 209 PS und 470 Newtonmeter Drehmoment. Übertragen wird die Kraft durch eine ZF8-Gangautomatik, in diesem Fall ist das die ZF8 HP50. Die 50 steht für eine maximale Belastung von 500 Newtonmeter. Kraft wird über das Alfa Romeo Q4 System auf die Straße übertragen, das heißt, diese Veloce besitzt einen Allradantrieb. Im Gegensatz zu manch anderen Allradsystemen, wo die Kraft hauptsächlich auf der Vorderachse liegt und bei Bedarf an die Hinterräder übertragen wird, ist es in diesem Fall genau andersrum. Die Giulia ist im Teillastbetrieb eine Hecktrieblerin und, wenn es nötig sein sollte, gehen bis zu 50% der Kraft an die Vorderachse. Geplant war der Kauf dieser Giulia Veloce gar nicht. Das war eher ein Zufall. Ich bin vor einem Jahr zu einer Veranstaltung geladen worden bei meinem Alfa Romeo Händler. Hab vorher einen Telefonanruf gekriegt. Hey, es gibt demnächst eine Veranstaltung, wo Fahrzeugsonderangebote zur Verfügung stehen. Hättest du irgendein Modell, an dem du Interesse hast? Ich habe gesagt, ja, eine Benziner Veloce in Rot. So, als die Veranstaltung dann stattfand, bin ich da hingekommen, alles sehr schön aufgemacht. Und dann stand diese Diesel Veloce da und ich habe gesagt, naja, ich wollte Rot und ich wollte Benziner. Da hat mein Verkäufer gesagt, Mensch, weißt du was, kein Problem, gibt's gerade nicht, aber wenn du willst, kannst du trotzdem mal Probe fahren. Bin die Probe gefahren, natürlich wieder wunderschöne Innenausstattung. Ich habe hier diese Alu-Schaltpedals, ich hatte die Achtgang-Automatik. Die Veloce bedeutet im Prinzip volle Hütte, das heißt, ich habe Volllederausstattung. Ich habe dieses schöne große Glaspanorama-Schiebedach, das es für die Quadrifoglio beispielsweise nicht gibt. Naja, und diverse Assistenzsysteme, unter anderem einen adaptiven Tempomaten, mit Abstandswarnung, Spurhalteassistent und so weiter und so fort. Naja, ich habe die Probe gefahren und war natürlich auf Benziner eingestellt, habe aber dann relativ schnell gemerkt, dass dieser Wagen seine Vorzüge hat. Neben dem wirklich enormen Drehmoment von 470 Newtonmetern ist der Verbrauch auch deutlich niedriger. Ich fahre sie jetzt, wie gesagt, seit 20.000 Kilometern und ich habe mit Stadt, mit Stop and Go, aber auch mit Autobahn, auch mit sportlicher Fahrweise einen Durchschnittsverbrauch von knapp über 7 Litern. Und bei einem Wagen, der trotz Aluminium, trotz Carbonantriebswelle immer noch ungefähr 1,6 Tonnen wiegt und Allradantrieb hat, ist das, wie ich finde, wirklich ein enormer, wirklich ein ordentlicher Verbrauch. Ein enormer. Bei diesem dritten Zusammentreffen möchte ich darauf verzichten, über technische Details oder geschichtliche Hintergründe zu sprechen. Stattdessen schaue ich hauptsächlich auf das Äußere. Ich finde die Farbkombination aus Blue Monte Carlo, gelben Bremsen und titanfarbenen Felgen perfekt. Für mich ist die Giulia eine der schönsten Limousinen, die man derzeit überhaupt kaufen kann. Aus manchen Winkeln erinnert ihre Silhouette an die eines Sportwagens, eines eleganten und stilvollen. Und so wie damals, als sie in Filmen Seite an Seite mit meinen Kindheitshelden zum Einsatz kam, ist sie auch im modernen Film zu sehen. Brutal schnell und temperamentvoll. Die Veloce alltags zu fahren ist immer schön. Sie bewältigt unseren Alltag, ohne darin unterzugehen, ohne nur Alltagsfahrzeug zu sein. Und sie erledigt Dinge, die man ihr auf den ersten Blick vielleicht gar nicht zutraut. Für mich ist besonders, dass sie immer präsent ist. Sie färbt Unternehmungen ein, sie scheint mitzumachen, nicht bloß zu machen. Nach mittlerweile sogar 25.000 Kilometern kann ich sagen, ich habe den Kauf nie bereut. Und ich kann die Giulia Veloce nur wärmstens weiterempfehlen. Zum
zum Thema Alltagstauglichkeit. In meinem Fall, das heißt verheiratet, zwei Kinder, hört man natürlich häufiger, hey, wieso hast du denn nicht dein Kombi behalten oder wieso hast du dir nicht diese, jene, welche Marke gekauft? Die Julia ist doch eigentlich zu eng, die ist doch eigentlich zu klein, das Fahrwerk ist doch zu sportlich. Und nein, das ist nicht so, das stimmt nicht. Also ich habe, wie gesagt, selber mit zwei Kindern und Frau bin ich unterwegs und dieser Wagen kann im Alltag alles, was man können muss. Das heißt, ich habe hinten genug Platz, ich habe selbstverständlich ISOFIX-Aufnahmen, ich habe selbstverständlich die Möglichkeit, diverse Einstellungen vorzunehmen. Der Kofferraum ist mit 480 Litern völlig ausreichend. Kinderwagen brauche ich nicht mehr, die Zeit ist vorbei. Und ich habe aber mit diesem Wagen auch die Möglichkeit, lange Strecken zu fahren. Das heißt, das Innengeräusch ist sehr niedrig, der Verbrauch ist auf der Autobahn auch sehr niedrig und alles andere, was ich mit Familie erledigen müsste, kann ich auch. Selbstverständlich gibt es Fahrzeuge, die mehr Kofferraumvolumen haben, die noch sparsamer sind, die günstiger in der Versicherung sind, wobei diese Veloce nicht besonders teuer ist. Aber dafür, dass ich zwei- oder dreimal im Jahr mit einem Kinderwagen irgendwo hinfahren muss, dafür, dass ich vielleicht einmal im Monat einen Einkauf mache, der mindestens 550 Liter Kofferraumvolumen fordern würde, dafür fahre ich doch nicht jeden Tag mit einem Wagen rum, der keinen Spaß macht. Dafür kaufe ich mir doch kein Fahrzeug, das jeden Tag langweilig ist. Na, also da finde ich irgendwie die Kombination wichtig. Und ich habe mit dieser Veloce schon Einkäufe machen müssen. Wie gesagt, das ist ja mein Familienwagen. Die nicht reingepasst haben in den Kofferraum. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe eine Rücksitzbank umgeklappt. Und wenn beide Kinder dabei sind und man das nicht umklappen kann, ja Herrgott, dann kaufe ich halt das ein, was geht. Und dann fahre ich eben abends für die beiden Kisten Wasser nochmal los. Ist ja kein Problem. Macht ja einen Riesenspaß, diesen Wagen zu fahren. Insofern nochmal losfahren und Wasser holen, das ist eigentlich eine dankbare Geschichte. Hey, ich kann auch mal raus, ich kann auch mal fahren. Darüber hinaus kann ich aber auch, wenn keine Familienfahrt ansteht, mit dieser Julia richtig Spaß haben. Wenn man hier bei NDA in den D-Modus schaltet und dann rübergehe in den manuellen Modus, dann habe ich hier ein perfekt abgestuftes Achtganggetriebe, das das Drehmoment von 470 Newtonmetern optimal ausnutzt. Aber der Druck ist wirklich enorm. Der fliegt hier den Berg runter. Die Schaltzeiten sind gefühlt praktisch gar nicht vorhanden. Du gehst hier um die Kurve, kannst wunderbar bei 3.500 ziehen und zack. Nächster Gang, volle Beschleunigung. Da hat sich echt so viel getan, technisch bei den Fahrzeugen die letzten Jahre. Wenn man sich mal überlegt, dass ich hier mit einer Alltagslimousine, mit einem Dieselmotor und einer Automatik durch diese Serpentinen fahre, das wäre vor 10, 15 Jahren wäre das Sportwagengebiet gewesen. Ich muss nicht schalten. Ich war gerade ganz kurz im Benzinermodus und habe gedacht, ey, runterschalten, du kommst halt irgendwo bei 2000 Umdrehungen aus der Kurve. Aber das ist genau das der Drehzahlbereich, wo du hier Druck ohne Ende hast. Davon entfernt und ich würde das auch niemals sein wollen, ein Alphista zu sein, der sagt, alle anderen Marken sind Käse und ich habe da mal solche Sprüche gelesen, früher fuhr ich Audi VW, dann kaufte ich mir ein Auto. Das finde ich ein bisschen übertrieben. Jede Marke hat ihre Vorzüge und wenn man sich das Technische bei der Veloce anguckt, bei der Julia insgesamt, es gibt so ein, zwei Kleinigkeiten, die würden dir beispielsweise bei einem Mercedes nie passieren, habe ich zumindest nicht erlebt. Wenn du rückwärts fährst,
Wenn der Rückwärtsgang drin ist, dann ist das gesamte Infotainment-System hier auf Rückwärtsfahren eingestellt. Das heißt, die Rückfahrkamera ist an, die Sensoren sind an und der Wagen konzentriert sich auf, hey, jetzt wird's rückwärts gefahren. Das heißt, du hast auch einen Querverkehrswarner, der dann piept und blinkt. Was du dann aber nicht mehr kannst, ist die Lüftung einstellen. Wenn du also beim Rückwärtsfahren, normalerweise macht man das nicht, ist mir aber schon passiert, die Lüftung umstellen willst, die wird hier ja geregelt über den Drehregler und dann ist die Anzeige hier auf dem Display, das geht dann nicht mehr. Wenn die Lüftung also volle Pulle ist und du fährst rückwärts, kannst du sie, während der Rückwärtsgang drin ist, nicht runterstellen. Na, das ist sowas, das passiert hier bei anderen Marken, glaube ich, nicht. Mich stört das nicht wirklich, aber das ist dann halt, ja, das ist Alfa. Das ist Alfa Romeo. Nach 20.000 Kilometern kann ich wirklich von Herzen sagen, ich habe keinen einzigen Kilometer mit dieser Limousine bereut. Ich finde, das ist ein wunderschönes, ganz, ganz tolles Auto und eine ganz gelungene Kombination für diejenigen, die sagen, Mensch, ich habe viel im Alltag zu erledigen, ich habe Familie, ich brauche ein vernünftiges Auto, aber ich möchte, wenn ich die Familie nicht dabei habe, auch die Möglichkeit haben, richtig Spaß zu haben. Und das geht hier richtig gut. Tolles Auto. Thank you.